Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Direkt hier nice Wheelie Session. Oh shit. wir sind heute am Spot. Nur Stefan ist da praktisch, mit dem man irgendwie Fakten machen kann. Ich habe ein bisschen was an der Aerox gemacht, vielleicht hört man es auch. Ja, unten rum kommt es noch nicht so gut. Ich habe jetzt einen breiten Keilriemen eingebaut. Aber generell erstmal neue Kolbenringe gemacht. Neue Kolbenringe gemacht, die hatten nämlich schon, also der Zylinder hat schon 25.000 runter. Und da wurde es mal Zeit, weil ich habe auch gemerkt, so schon Leistungsverlust und sowas. Und ja, neue Kolbenringe gemacht und jetzt hat die Karre wieder richtig Druck. Zusätzlich habe ich jetzt noch einen C16 City drauf, irgendwie was zusammengefuschtes von mir selber mit irgendeinem Pro Replica Endschalldämpfer und so was. Aber egal, es funktioniert. Irgendwas rappelt an der Karre so mies, ne? Ja, dann habe ich hier mir vorne das Dingens weggebaut. Ich habe eine neue Gabel drin, weil die andere war komplett undicht. Ja, auf jeden Fall geht die Aerox jetzt saugut. Aber das soll heute gar nicht das Thema sein. Und zwar soll es darum gehen, wie viele Roller hatte ich schon und welche. Ich werde mich jetzt selber dafür hassen, für diese Aussage. Ich werde für jeden Roller... Ich dachte gerade, was will der von mir? Jeden Roller, den ich besessen habe, habe ich natürlich auch ein Bild von. Und ich werde jedes Bild einblenden. Und ich hatte 17 Roller. Ja, 17 Roller, dazu zählen nicht meine ganzen Motorräder, nur Roller. Alles mit Variomatic. Ich habe 2016 angefangen, Roller zu fahren. Und zwar hatte ich als allerersten Roller, ich habe mir eine Liste zu Hause gemacht, was ich alles hatte. Ich habe es auch alles nach Reihenfolge sortiert gehabt. Falls ich irgendwas vergesse, werde ich es noch zwischendrin einblenden. Ja, aber ich habe natürlich den Zettel zu Hause vergessen. Also angefangen hat alles mit der Rexy 50, die kennt bestimmt viele von euch, den hatte ich auch noch echt lange. Danach, also ich werde das ein bisschen im Schnelldurchlauf machen, sonst wird das hier ein 30-Minuten-Video. Nur wo ich eine nice Story zu dem Roller habe, da werde ich die dann natürlich auch noch erzählen. Genau, Rexy 50 hat angefangen, alles damit. Sprachen lernen. Danach hatte ich eine Pegasus Sky. Das war der erste Roller, den ich auf 70 Kubik umgebaut habe. Der lief aber nie, weil mir einfach Lust und Zeit und das Wissen damals gefehlt haben. Genau, Pegasus Sky. Jetzt fängt's an. Ich weiß nicht mehr, was ich danach hatte. Ich glaube, es war die Gilera Runner. Ach, Gilera DNA. Meine allererste DNA. Ich hatte zwei Stück. Da ist der hier die Circles am rausballern. Hey! Genau, die DNA. Und danach. Danach hatte ich, glaube ich, lass mich nicht lügen, ich glaube es war AGM Moto, davon habe ich aber leider, glaube ich, kein Bild, wenn auf dem alten Handy, muss ich gucken, AGM Moto, Fighter 50 oder so hieß das Ding. Danach hatte ich einen Rex RS 450, diesen Viertakt-Bomber. Den hatte ich aber auch nicht lange. Und ich glaube, nach dem Rex hatte ich... Hm.
Nach dem Rex hatte ich die Aerox, die gelbe. Die habe ich dann auch vom Land of 70 Kubik umgebaut. Aua. Nach der Aerox fing es dann an, da hatte ich... Was hatte ich nach der Aerox? Boah, voll lange auf Motorbremse. Ja genau, nach der Aerox hatte ich den... nochmal die Rexy 50, aber die Stunter, wo ich mit dieses eine YouTube-Video mitgemacht habe, wo ich Wheelies geübt habe. Danach hatte ich die schwarze Booster. Irgendwo dazwischen hatten Stefan und ich auch noch eine Explorer. Eine Explorer Speed 3, so ein ATU Format Roller. Genau, dann hatte ich halt die schwarze Booster, die mit abgebrannt ist. Danach hatte ich die rote Booster. Nach der roten Booster hatte ich die eine schwarze Zip. Nach der schwarzen Zip hatte ich die andere DNA. Und jetzt habe ich halt die silberne Aerox hier. Und ich merke gerade, das sind nicht 17 Roller. Das heißt, ich habe echt viele vergessen wahrscheinlich. Digga, ich bin so lost, ne? Also ich habe jetzt alle Roller aufgezählt. Und gefühlt sind das keine 17 Stück, die ich aufgezählt habe. Ich habe gefühlt alles vergessen. Digga, kannst du dir nicht ausdenken. Kannst du Wheelies? Nein. Machen wir nochmal einen Catwalk, ne? Beziehungsweise mich hat ja einer darauf hingewiesen, dass es nicht Catwalk heißt, sondern Knie-Knock oder so ein Scheiß, Alter. Da denke ich mir so, nee, Digga. Gefühlt habe ich seit 3 Minuten nichts mehr gesagt. Oh.
Ja, ich sag gar nichts mehr irgendwie in einem Vlog. Ich werde alle Roller, die ich vergessen habe, werde ich auf jeden Fall. Halt's Maul, ich bin Block. Was? Alle Roller, die ich vergessen habe, werde ich auf jeden Fall jetzt noch Bilder mit einblenden. Ja. Jetzt will er hier einen Schleifer noch aufgenommen haben. Ich hoffe, man sieht den. Digga, du bist so ein Gag, ne? Kann ich auch. Hey Stefan, was sollen die Leute machen? Abonnieren? Abonnieren, die Glocke aktivieren und Kommentare schreiben. Bis ihr das verstanden habt! Alles klar, Digga. Danke dafür. Gut, habt ihr auf jeden Fall gehört, ne? Liken, abonnieren, Glocke aktivieren und mal Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.